I'm a floorblizer. Tandem, das war so, als ich vor 2 Jahren bin ich auf Winterthur gezögelt, also nach dem Schwedenaufenthalt. Und dann bin ich mit Maggie Scheidegger mit dem Velo ins Training. Und es war ein bisschen anstrengend, es war ein bisschen schneller als ich. Und dann habe ich gedacht, Tandem wäre doch etwas. Und ja, dann haben wir von ihrer Schwester das Tandem bekommen. Und jetzt ist das eigentlich unsere Gefährte für ins Training. Ja. Also heisst das einfach, du hockst hinten und lässt dich von ihr ziehen? Richtig, weil hinten sieht sie ja nicht, wenn ich nicht trample. Nein, wir geben uns beide Mühe, dass es ausgeglichen ist. Es ist ein Taktikbuch von der Polizei. Ich mache im Moment Polizeiausbildung nebenan. Und das braucht relativ viel Zeit neben Unihockey noch. Und darum habe ich das mitgenommen. Es hat auch viele Parallelen, also gerade so, wie man im Team miteinander umgeht. Und, auch Taktik haben wir ja, in der Polizeischule, die wir hier besprechen. Es gibt auch viele Parallelen auch zum Unihockey. Wieso ist der Beruf des Polizisten oder Polizistin für dich ein Traumberuf? Ich habe mich schon immer für Kriminologie und so ein bisschen das interessiert und finde das recht spannend. Und dann habe ich mal gedacht, dass die Polizei eigentlich so alles beinhaltet. Und dann fand ich, doch, das ist eigentlich noch eine spannende Ausbildung oder ein spannender Beruf. Auch und abwechslungsreich, man ist unterwegs. Und darum habe ich gedacht, das könnte passen. Das ist für mich sehr wichtig, die Familie ist für mich sehr wichtig. Gerade wenn man auch viel mit der Polizei, Ausbildung und im Unihockey. Und mit ihnen kann ich mich entspannen und mal etwas anderes machen und über alles reden. Und die Familie ist für mich sehr wichtig. Are you floorballized?